Understand you soon, it won't be long. Keep on, keep running. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video haben wir mal wieder einen neuen Donnerstag und das heißt, wir haben mal wieder ein neues Fahrzeug und diesen Donnerstag ist es endlich der Slam Truck, auf den ja viele gewartet haben für 1,310 Millionen und diesen habe ich mir schon bestellt und mit dem werden wir jetzt einmal zu LS Customs rüberfahren. Und dort sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt auch mal langsam bei LS Customs angekommen. Und das Ding fährt sich ja echt wie ein Schiff um die Kurve, ne? Das ist ja, gut, ist auch ein LKW. Aber eins muss man dem lassen. Er hat einen sehr, sehr schönen V8-Sound. Gut, wir hauen einmal die Panzerung drauf, die Bremsen natürlich. Und jetzt gucken wir uns mal die Stoßstangen an, was wir hier so Schönes haben. Ja, doch, ich würde sogar die nehmen oder eher die, aber, ne, ich nehme die. Motor natürlich auch komplett voll Auspuff. Oh, Digga, holy shit, das sind ein paar fette Rohre. Und ich muss sagen, die gefallen mir schon sehr doll, ne? Ja, doch, wir nehmen das große Auspuff. Kühlergrill. Der ist auch nice. Ja, doch. Das ist auch nicht schlecht. Aber wenn man hier nur rauszoomen könnte und nicht nur reinzoomen. Das ist auch geil. Gezahnter Chromkühlergrill. Na, ich glaube, ich nehme das. Motorhaube. Ja, mit so Zierleisten dran. Braucht man das? Den in der Mitte würde ich sogar nehmen. Ne, wir nehmen nur den in der Mitte. Hupe brauchen wir nicht. Lichter lasse ich Standard. Neon. Braucht man Neon? Ja, klatschen wir erstmal ran. Designs. Können wir auch mal durchgucken. Da soll es ja ganz schöne geben. Nagelstreifen. Achso, Nadelstreifen. Aber sieht man nicht, weil es weiß ist. Okay. Okay, irgendwelche hässlichen Linien. Ein Renndesign. Nochmal so ein Renndesign. Nee, auch nicht wirklich. Benny's Originals haben wir. Los Santos Customs. Ja, doch, kann man machen. Aber will ich jetzt irgendwie nicht so. Ja, irgendwelche Flammen. Weiße Flammen. Hustle Time. Gibt es, glaube ich, für ein Muscle Car auch, dieses Hustle Time. Ja, und das war's dann schon. Nee, ich mach gar keins drauf. Ich will den schlicht halten. Spiegel können wir ändern. Oha. Ich glaube, ich nehme die. Die gefallen mir ganz gut. Nummernschild. Ja, lassen wir auch Standard. Lackierung. Was haben wir bei Crew? Nicht so prickelnd. Gehen wir mal bei klassisch durch. Ja. So ein schönes Hellblau. Dann sekundäre Farbe können wir eigentlich bei Eisweiß bleiben. Ne, da bleibe ich bei Weiß. Ne, verkaufen möchte ich nicht. Renngetriebe, Turbo natürlich. Sonnenblende. Okay. Ja, nee. Oder? Nee, muss jetzt nicht unbedingt sein. Reifen. Schöne Straßenfelgen. Da. Schön auf Tuner angelehnt. Nein. Guck
Gucken wir mal bei Lowrider durch. Was haben wir denn hier so Schönes? Ja, machen wir die. Dann suchen wir uns noch eine schöne Felgenfarbe aus. Schade, dass man seine Felgen nicht gold machen kann. Das würde ich jetzt gerne machen. Nehmen wir einfach das komische Gold erstmal. Reifenverbesserung. Ich glaube nicht, dass man den auch tiefer legen kann, aber ich lasse es erstmal weg. Fenster. Ja, nee, lassen wir auch so und dann war es das auch schon wieder. Mehr können wir nicht machen. Finde ich aber ganz nice so. Gut, die Felgen hätte man jetzt aber auch Standard lassen können, so auf Chrom. Aber naja, ist ja erstmal egal, das kann man ja noch umtun. Nee, aber dieser so tolle Abschleppwagen, LKW, was es auch immer jetzt sein soll eigentlich, die Fahrzeuge könnt ihr leider hinten nicht abstellen, ohne dass sie runterfallen. Also sie rollen euch trotzdem runter, nach meinen Informationen. Berichtigt mich, falls es falsch sein sollte und die Autos nicht runterfallen sollten bei der Fahrt. Aber dafür hat der LKW eine trotzdem andere coole Funktion versteckt. Und zwar ist dieser LKW kein gewöhnlicher LKW, sondern ein Lowrider-LKW. Ich weiß nicht warum, aber er hat eingebaute Hydraulik. Wahrscheinlich kann man damit die Autos leichter hinten drauf fahren oder so, um coole Bilder zu machen damit. Aber ja, er hat eingebaute Hydraulik. Es ist einfach ein Lowrider. Und das war es auch schon mit coolen Funktionen, die dieser LKW hat. Unbedingt, weil wie gesagt, die Fahrzeuge, wenn ihr sie hinten drauf stellt, fallen während der Fahrt trotzdem runter. Ich kann das ja einmal ganz kurz demonstrieren, indem ich hier dieses wunderschöne Gefährt von dieser jungen Dame, sorry, das ist ein Typ, ja, von diesem Menschen dort drauf stelle. Einmal. Ja, funktioniert nicht. Gut. Müssen wir einmal mit Gewalt machen. Ja. Ich möchte immer noch nicht. Ein bisschen mehr Gewalt. Das möchte immer noch nicht. Gut. Wie kriegt man am besten das Fahrzeug da drauf? Ich hätte eine Idee. Wir machen einmal die Hydraulik. Genau. Dann fahren wir die hinten einmal runter. Dann machen wir einmal Selbstmord. Und jetzt sollte das eigentlich kein Problem mehr. Wir nehmen jetzt einfach das Fahrzeug. Sollte das kein Problem mehr sein, dieses Fahrzeug hinten drauf zu stellen. Das werden wir jetzt einfach mal testen. Ja. So funktioniert es auch am besten. So. Dieses Fahrzeug steht jetzt komplett drauf. Und ihr seht schon, es rollt sehr, sehr langsam automatisch runter. Und wenn wir jetzt fahren, dann wird dieses Auto auch weiter runterrollen, außer ihr fahrt. Naja, Schrittgeschwindigkeit würde ich jetzt nicht sagen, aber ihr schleicht über die Straße, aber selbst dann rollt es langsam runter. Also die Fahrzeuge bleiben nicht fest auf diesem LKW drauf stehen. Was ich sehr schade finde eigentlich. Weil wozu macht man denn so ein Fahrzeug, wenn man damit nicht mal ein Auto, sag ich mal, abschleppen kann? Ja, dafür 1,3 Millionen. Ich meine, wer das Geld hat, kann ihn sich kaufen. Für Tuning-Treffen ist er bestimmt ganz nice, um ein bisschen Eindruck zu machen oder so.
Man bestellt, ja, aber das funktioniert ja auch nicht. Man kann ja nicht zwei persönliche Fahrzeuge machen. Gut, wenn man jetzt mit einem Kumpel ist, dann sagt der eine, yo, bestell mal den LKW und ich parke mein Auto hinten drauf. So ein bisschen zum Posen oder so. Aber so an sich, für Leute, die wenig Geld haben, würde ich den Kauf nicht empfehlen. Weil das sind 1,3 Millionen dann eher weniger wert. Erglitscht euch den lieber mit dem aktuellen Gift-Cast to Friends Glitch von Freunden. Wenn ihr den unbedingt haben wollt, aber ihr wollt nicht 1,3 Mille ausgeben. Und ja, das soll es eigentlich auch wieder mit dem Video gewesen sein. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Und wir hören uns, sorry, beim nächsten Mal.